Der Wochenauftakt war nicht so schlimm, wie von manchen befürchtet. Denn trotz der geopolitischen Krisenherde, die wir aktuell haben und der Hitzköpfe, die möglicherweise da agieren und vielleicht den Markt deutlich nochmal dramatischen Schub mit auf den Weg geben, hat sich das Ganze sehr stabil zum Wochenauftakt ergeben. Sowohl im Fernost war es schon gar nicht so schlecht, in Asien, aber auch in Europa und auch in Amerika sieht das aus aktueller Sicht gar nicht so schlecht aus. Wollen wir mal einfach drauf gucken. Ich habe hier den DAX-Index, also den Kassemarkt, das, was die Aktien direkt machen, ohne irgendwelche terminlichen Geschichten dazwischen. Und dann sehen wir, dass wir hier mehr oder weniger zur Seite heute schon den ganzen Tag über eiern. Da ist also nicht wirklich viel Vortrieb da. Nach der letzten Schubbewegung nach oben erstmal natürlich auffällig, dass die Abwärtsbewegung nicht ganz so stark ist, so ein bisschen korrektiv im Verhältnis aussieht. Das gibt dann zumindest eine Chance, dass der Kurs sich eher nach oben und bewegt. Chancen, dass der Kurs vielleicht auf Zwischenhochniveaus, also ungefähr 12.356 ist hier so eine Hochmarke, wenn er da durchgeht, hier nach oben so ein bisschen ausreißt, das ist zumindest mal gegeben. Ob er das macht, ich weiß es auch noch nicht so richtig, denn so richtig toll ist das noch nicht. Aber für die längerfristig motivierten Händler wäre das zum Beispiel eine Marke, wo man drauf gucken könnte, um dann für viele, viele Stunden, vielleicht 2, 3 Tage oder vielleicht sogar länger, wenn der Markt läuft, dann hier weiter nach oben eben zu zielen. Denn Platz wäre durchaus nach oben und auch Unterstützung aus Amerika, was das Ganze angeht. Denn wir haben hier, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, unsere Allzeithochmarke knapp verfehlt am Freitag. Wir haben also eine beste Chance. Einerseits ein Widerstandsniveau, auf der anderen Seite, wir wissen, dass der Markt liebt es eigentlich. Oh, bitte ein bisschen drüber hinaus. Ja, das macht er so gerne. Und wir müssen damit rechnen, dass er das jetzt ebenfalls tut. Also ein bisschen Schwung könnte vielleicht nochmal für das letzte Überschießen hier reichen. Das spricht auch der kurzfristige Chart ein wenig dafür. Da sehen wir, dass wir ja noch relativ motiviert hier unterwegs sind, wenn man aufwärts und abwärts vergleicht. Und dann hat man noch so eine gewisse Chance, dass wenn wir hier so diese Zwischenhochmarken erreichen, dass wir dann hier zumindest das Allzeithoch, die 27.000er, nochmal dann überschießen. Und ob es dann weitergeht, das wissen wir nicht. Denn noch im Moment, wenn man hier mal so im größeren Bild guckt, sehen wir, dass wir eigentlich so ein bisschen ermüdungsmäßig unterwegs sind und zumindest so ein bisschen längere Seitwärtsphase, vielleicht auch ein Rücksetzer, gar nicht so untypisch wäre. Aber das muss nicht sofort kommen. Aber wir sehen, dass doch das relativ breit, auch auf Tagesbasis, auch im 4-Stunden-Chart, also auf mehreren Zeitebenen, sich abzeichnet. Nicht notwendigerweise im ganz kurzfristigen, aber wir müssen damit rechnen, vorsichtig, vielleicht ein Päuschen täte dem Markt eigentlich ganz gut. Trotzdem, Intraday, ich habe es gerade erwähnt, nach oben schon noch möglich. Im ganz kurzfristigen Bild allerdings ist nicht so richtig viel Schwung da. Also wenn wir hier am 5-Minuten-Chart, das ist der Terminkontrakt sozusagen hier vom amerikanischen Markt, in CFD-Sprache wäre das der US-30, dann haben wir eine Bewegung, die so richtig überzeugend nach oben, zumindest aus meiner Sicht, auch noch nicht ist. Wir müssen uns da also immer erstmal überraschen lassen. Schauen wir mal, wohin das Ganze führt. Tendenz nach oben immer noch gegeben, immer noch beste Chancen dafür, dass das passiert, mindestens noch mal ein gutes Stückchen. Und das zeichnet sich, glaube ich, auch bei mehr oder weniger den anderen Indizes hier ab. Ich habe hier sogar noch mit Alarmmarken drin. Also da ist noch ein bisschen Restchance da, dass wir hier noch mal ein bisschen nach oben laufen. Ebenso spannend ist sicherlich der Markt Crude Oil. Da sehen wir, dass wir sehr schön nach oben gegangen sind. Jetzt allerdings so ein bisschen ein Eindrehen. Das ist für mich immer so eine Indikation, oh, da geht der Schwung nach, lässt nach, geht zurück. Hier sind wir steil, hier sind wir steil. Und wenn es dann gegen Ende doch eher korrektiv aussieht, also viele Kursüberschneidungen, hier zum Beispiel, hier und hier, das ist alles in einer Höhe. Hier, die sind getrennt voneinander. Ja, auch die kleinen hier, die sind weit getrennt, da ist ein großer Abstand. Hier hinten fängt es aber an, viele Kursüberschneidungen zu haben. Das ist gerne am Ende einer Bewegung und der Kurs müsste dann typischerweise oder gerne eigentlich erstmal ein Stück zurückkommen. Das merken wir uns. Das Bild sieht grundsätzlich nämlich ähnlich auch bei Gold aus. Wunderschöner Anstieg, wenn wir uns das hier angucken auf Tagesbasis. Aber auch hier sehen wir, dass wir so im hinteren Ende, naja, ich sag mal, in die Ermüdung kommen. Das ist nicht mehr so der richtige Burner, was wir hier vorne hatten. Es ist hier viele Kursüberschneidungen auf dem Weg nach oben. Und das kann man durchaus handeln, ist nicht mein Favorite. Aber wenn der Kurs so die letzten Zwischentiefs hier nochmal nach unten rausnimmt, mit Ziel
Ab dort, wo das mit den Überlappungen losging, mehr oder weniger. Und das ist ungefähr jetzt hier, das ist so 1382, 82, irgendwie was, 83. Das wäre so die Bedingung. Ich kann mir das vorstellen. Ist nicht ganz easy zu handeln. Warum? Weil der Markt hier auf der Abwärtsseite unter Umständen auch erstmal sehr korrektiv runterkommt. Aber wir haben zumindest mal auch nach diesem Anstieg damit zu rechnen, dass der Kurs ein bisschen hier entspannter mal nach unten kommt. Es täte ihm gut. Das, was ich hier jetzt gesagt habe, ist genauso übertragbar auf Crude Oil. Auch wenn ich es hier nicht ausführe oder ausmale, einfach mal drüber nachdenken, ob man sowas vielleicht auch mit ins Kalkül ziehen will. Es wäre zumindest mal eine Handelsüberlegung, die man mit aufnehmen könnte. So in diesem Sinne, mit diesen Ideen, mit diesem, sagen wir mal, Start-up für diese Woche, wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, einen hoffentlich erfolgreichen Handelstag und Auftakt. Und dann freue ich mich, wenn wir uns noch ganz oft wiederhören. Alles Gute, bis dahin.